damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Genau so, ich bin noch gerade am Energieaufladen. Die ist ja letztes Mal etwas alle gegangen. So, genau. Ich muss ja hier unbedingt den Anschluss hinkriegen. Das ist hier irgendwo bei dem hier müsste es eigentlich sein. Eigentlich. Ja, genau, das suche ich. So. Gut, dass wir diesen Konverter haben. Ah, der ist echt Gold wert, ne? Dadurch, dass er auch an den Seiten Anschlüsse hat und sowas. Da spart man richtig Platz. Schon cool. Okay, mal schnell die Rohre. Ach, ich habe so noch eine Schnellauswahl, ist ja gut. Reicht hoffentlich auch bis dahin. Ich habe jetzt keine Lust, nämlich noch mehr zu holen. Ich glaube, ich habe vorher aber hier vorsichtshalber noch irgendwas. Wobei, wir haben das jetzt als Verteiler da hinten. Ah, das müsste gehen, hoffe ich. Okay. Aha, sehr gut. Das heißt nämlich, dass die jetzt am Netz angeschlossen sind. Sehr gut. Dann müssen wir das jetzt nur noch mit denen hier machen. Das ist eigentlich gar nicht so das Thema. Weil wir haben alle notwendigen Teilchen dafür da. Ja, da oben ist auch ein Anschluss. Sehr schön. Das machen wir dann oben an der Decke lang. Was auch nicht so verkehrt ist, weil dann kann ich nämlich hier nochmal zwei Belüftungen hinsetzen. Richtig. Und zwar führt das dann, also hier oben, ne, oder nicht. Führt dann hier lang einfach. Genau. Weil hier ist ja auch nochmal Panzerung. Also dann hier unter der Panzerung führt das dann lang. Ne? Weil ich will die Panzerung nicht wegnehmen. Das wäre Schwachsinn, sich da jetzt selbst ins Bein zu schießen und zu sagen, oh ne, oh, nehme ich die Panzerung weg. Nein. So. Der Raum ist sonst echt ein bisschen groß, ne? Deshalb, warte. So. Schmeißen wir es mal schnell. Da kommt dann nämlich auch ein Lüfter dran. Einfach damit die beiden kleinen Lüfter da hinten nicht das den ganzen großen Raum machen müssen, weil das ist glaube ich, ein bisschen viel. Mal die Panzerung noch machen. Yippie. Sehr schön. So. Ah, Moment, gibt es. Ich habe jetzt mal ein bisschen über die Serien gesprochen, ne? Moment, gibt es auch zu viele Serien, die ich gucken muss oder möchte, wo jetzt die neuen Staffeln rausgekommen sind, wo ich jetzt weiter gucken möchte und ich komme nicht dazu. Parallel dazu die ganzen Spiele, die man noch spielen muss. Schrecklich. So schrecklich. Ja, ich weiß, ne? Das sind Probleme. Ja, wenn man das dann sieht, dass andere so viele Probleme haben. Wahnsinn. Und selbst denkt man hätte Probleme. Krass irgendwie, ne? Wie falsch man da liegt. Die beiden mal machen wir hier gleich zu. Können natürlich das da drin auch leer lassen, ne? Aber ich will einfach ein.
Hinsicht auf sowas wie, es soll luftdicht sein und so. Dann hier ringsrum das ganze Ding. Ach, Mist. Zutackern. Dass wirklich hier nichts an Luft irgendwie verloren geht, vorsichtshalber, ne? Weil man weiß ja doch nicht, ob da irgendwas ist oder das mit den Rohren nicht wirklich dicht hält. Deshalb, jetzt nur darauf möchte ich mich nicht verlassen. Deshalb wird hier alles dicht gemacht. Oh, kein Stein, ne? Habe ich das richtig gesehen eben? Es fliegt weg. Okay, gut, dann interessiert mich das nicht. Dann bin ich glücklich und zufrieden. Auch wenn ich keinen Stein mehr habe. Also werden wir wohl 1000 machen müssen. Ja, genug haben wir auf jeden Fall, wenn wir das sehen, ne? Ja, und wir werden auch noch ganz, ganz viel brauchen. Von, na doch, Stahl habe ich, okay. Aber warum ist es dann... Hä? Das verstehe ich nicht. Ach gut, vielleicht könnte ich das auch nicht draufsetzen, das kann sein. Einfach an der Stelle. Ja, ich gehe mal eher davon aus. Sehr gut. So. Schnieke. Naja, John, das war auch fertig, ne? Ja. Sehr schön. Ja, doof, dass wir kein Bett haben, ne? Was wir hier hinstellen können. Kein vernünftiges. Das hätte echt noch was gehabt. Ah, na gut, okay, man kann halt nicht alles haben. Nicht so richtig zumindest. Oh Mann. So. Also Stück für Stück hier nach hier vorne schweißen. Wenn ich hier schon mal da hänge. So. Das ist nicht okay. Ich habe am Wochenende durch dummen Zufall eins dieser uralten tschechischen Märchenfilmchen gesehen, die man früher so als Kind gesehen hat, ja. Oh mein Gott, hier drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Oh weia, ey. Da kam Erinnerungen hoch. Das war echt heftig. So lange nicht gesehen. Jetzt muss ich echt dran schweben. Sehr schön. So, na gut, aber machen wir beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Also, ich denke, ich werde vielleicht so ein bisschen was hier an den Seiten jetzt mal so abseits der Folge machen. Also, denke ich, sehen wir uns dann. Bis dahin, euer Mr. Zocker.